Hallo, willkommen zu unserer Videoreihe Die Totenteile der Wehrmacht. Heute befassen wir uns mit der Geschichte des 19. Armeekorps. Aber bevor wir starten, abonniere bitte unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Sehr gut, dann geht's los. Das 19. Armeekorps wurde am 1. Juli 1939 in Wien als motorisiertes Generalkommando ohne eigenen Wehrkreis für die 2. Panzerdivision und die 4. Leichte Division aufgestellt. Kommandierender General war der General der Panzertruppe und spätere Generaloberst Heinz Guderian. Beim Überfall auf Polen unterstand der Verband der 4. Armee unter General der Artillerie Günther von Kluge, welche der Heeresgruppe Nord unter Generaloberst Fedor von Borg angehörte. Dem Armeekorps wurden die 3. Panzerdivision unter Generalleutnant Gil von Schwertenburg, die 2. motorisierte Infanteriedivision unter Generalleutnant Paul Bader und die 20. motorisierte Infanteriedivision unter Generalleutnant Mauritz von Viktorin unterstellt. Das motorisierte 19. Armeekorps hatte am Abend des 1. September 1939 mit der 3. Panzerdivision über Braust vorstoßend die Brücke an der Mündung der Spolna in die Brei in Besitz genommen und einen Brückenkopf auf dem Ostufer gebildet, auf dem die 4. polnische Infanteriedivision festgestellt wurde. In der Mitte der Korpsfront blieb die 2. Infanteriedivision etwas nach hinten zurück, während noch weiter nördlich die 20. Infanteriedivision, an Konitz vorbeistoßend, Neukirch eingenommen hatte. Das polnische Ulanenregiment 18 der Kavalleriebrigade Pomorska wurde vor der Division festgestellt. Am 2. September kam nordostwärts Konitz ein Brückenkopf über die Brei in deutsche Hand. Aus der Tuchelheide wurden starke Angriffe der Polen gegen das Korps in südlicher Richtung geführt, offensichtlich um der Umzingelung zu entgehen. Die Ausbruchversuche waren vergeblich und die polnische Armee Pomorze unter General Władysław Bortnowski verlor fast die Hälfte ihrer Truppen, neben den bereits erwähnten Einheiten auch noch die 9. polnische Infanteriedivision. Es wurden 100 Geschütze erbeutet und 16.000 Mann gefangen genommen. Mit dem Ende dieser Schlacht war die Verbindung mit der 3. Armee in Graudenz hergestellt sowie der nördliche Teil des polnischen Korridors abgeriegelt. Das 19. Armeekorps bereitete jetzt seine Verlegung in die Gegend Marienwerder vor, während die 218. Infanteriedivision ab dem 6. September aus der Reserve zur weiteren Bekämpfung der restlichen polnischen Truppen unter dem Kommando der 3. Armee eingesetzt wurde. Später stieß das Korps von Ostpreußen aus nach Brest-Litowsk vor, wo es mit sowjetischen Truppen zusammentraf. Für seine schnellen Vorstöße erhielt General der Panzertruppe Guderian am 27. Oktober 1939 das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Während des Westfeldzugs 1940 umfasste das Korps 3 Panzerdivisionen und gehörte zur Panzergruppe Kleist. Guderians Korps stieß gemäß dem Sichelschnittplan durch die Ardennen vor, bei Sedan ging es über die Maas. Während der Schlacht bei Sedan lag der Schwerpunkt des Angriffs in der Mitte, wo die Franzosen eine vorspringende Landzunge aufgrund ihrer exponierten Lage evakuiert hatten. Da die Franzosen alle Brücken über die Maas gesprengt hatten, mussten die angreifenden Sturmpioniere und Infanteristen mit Schlauchbooten übersetzen. Die 1. Panzerdivision unter General Kirchner mit zugeteiltem Infanterieregiment Großdeutschland und der Oberstleutnant von Schwerin griff im Zentrum an. Die 2. Panzerdivision unter General Weil weiter westlich bei Donschei und die 10. Panzerdivision unter General Schaal ging durch die südlichen Vororte Sedans vor. Wäre der Gegenangriff der Reserve des französischen 10. Korps von General Granzart schneller in Gang gekommen, so hätte man den schwachen deutschen Brückenkopf fast problemlos eindrücken können. Durch Aufklärungsflugzeuge vor einem französischen Gegenschlag gewarnt, setzte General Kirchner die 1. Panzerdivision sofort über die Maas und entschied den Wettlauf nach Bulsonn. Guderian ließ zum Schutz des Brückenkopfes Sedan lediglich die 10. Panzerdivision und das Infanterieregiment Großdeutschland zurück und führte die 1. und 2. Panzerdivision auf Montcornet vor, wo man am 16. Mai auf das 41. motorisierte Armeekorps traf, das den Ort bereits am Vortag genommen hatte.
Die Panzergruppe Kleist führte danach zügig den Vorstoß zur Kanalküste. Bereits am 20. Mai hatte die 2. Panzerdivision Abbeville erreicht und schnitt damit einen großen Teil der französischen Armee und das britische Expeditionskorps ab. Weil der kommandierende General Guderian entgegen einem Befehl seines Vorgesetzten, General der Kavallerie Ewald von Kleist, handelte und seine langen offenen Flanken beim Vormarsch beharrlich ignorierte, wurde er von diesem am 16. Mai 1940 seines Kommandos enthoben, jedoch von dessen Vorgesetzten Generaloberst Gerhard von Rundstedt wieder eingesetzt. Die Briten unter Lord Gort und die französische 1. Armee unter Befehl von General Blanchard hatten vom 24. bis 27. Mai die Möglichkeit, den Verteidigungsring um Dünkirchen zu verstärken. Am 25. Mai wurde Boulogne von der 10. Panzerdivision eingenommen, doch der Großteil der alliierten Divisionen konnten zuvor über den Seeweg entkommen. Nach der Schlacht von Dünkirchen wurde das 19. motorisierte Korps in Gruppe Guderian umbenannt und neu strukturiert. Aus diesem Armeekorps ging am 16. November 1940 die Panzergruppe 2, auch Panzergruppe Guderian genannt, hervor, welche später in 2. Panzerarmee umbenannt wurde. Die Korpsnummer 19 wurde 1942 erneut vergeben, als das Gebirgskorps Norwegen in 19. Gebirgsarmeekorps umbenannt wurde.